Hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite Daily Shop News mit mir, dem Herrn Gleich, auf unserem Kanal Sofort und Gleich. Jo, und wie immer erstmal ein paar Kommentare einblenden und ja, fangen wir doch mal an mit dem Herrn Sofort, der nichts Besseres zu tun hat, als mich in einer Tour zu korrigieren. Das Tattoo, welches du so toll findest. Also ich muss mit dem nochmal über Grammatik reden. Mit den Kommas hat er es nicht so. Das Tattoo, welches du so toll findest, hat jeder No-Skin. LOL. Haha, epic fail. Hahaha. Ha, ha. Komm du mir nach Hause, du. Nee, Quatsch. Also. Oblivion 9 Punkte, Kriterien 2 Punkte, Terminus 8 Punkte, Sloth 7 Punkte, Gumshow 4 Punkte, Noir 8 Punkte, Magnifying Axe 7 Punkte, Viceroy Mark 10 Punkte, Intensity, das ist der geile, ja, Techno-Wikinger, 10 Punkte, Munitions Expert 0 Punkte, Meltdown 0 Punkte, gibt er wieder 0 Punkte hier, 0 Punkte, 0 Punkte, 0 Punkte. Diecast 4 Punkte, Persuader 7 Punkte, Brush Your Shoulders 10 Punkte. Okay, also da bei den Emotes sind wir uns relativ einig. So, dann geht's weiter zum nächsten Kommentar. Cooles Video von Niklas Alexander. Dankeschön, Niklas! So, dann macht ihr mal einen Stream und kann man da mal mitspielen. Das organisiert alles immer daher sofort. Das ist, er macht ja immer diese Fortnite Action. Ich bin da zu schlecht. Und ja, dafür mache ich dann eben die anderen Sachen hier. Also muss er seinen Kommentar dazu abgeben. Kann ich jetzt aktuell leider nichts zu sagen, wann, wie, wo. Aber es wird sicher mit Sicherheit wieder Community Streams geben. So. Dann letzter Kommentar und auch von Niklas Alexander. Und wie findet ihr den Farbenbomber? Ist ja auch für 1200. Und wie findet ihr männlichen Raven? Also den Farbenbomber finde ich nicht ganz so toll. Der Sofort findet den total klasse. Ja, mir ist er zu buntig, zu schrillig. Und den männlichen Raben, also den Raven, finde ich mega, mega geil. Also dem würde ich auch eine 10 von 10 geben. Das Ding finde ich auch einfach nice. So, jetzt kommen wir zu dem eigentlichen Shop. Ich habe jetzt noch gar nicht so wirklich reingeguckt, was es da so gibt. Ich lasse mich jetzt auch mal überraschen. Oh. Oh, oh mein Gott. Oh Gott. Also gut. Ja, dann beginnen wir doch einfach mal auf der linken Seite mit dem. Wir fangen jetzt an mit dem Beef Boss. Was soll ich dazu sagen? Dieser eklige, potthässliche Burger. Nein, hat er Senf und Mayo, oder Senf und Ketchup. Mayo und Ketchup. Oh mein Gott. Pommes hinten drauf. Also, wobei den Rucksack finde ich noch am coolsten. Den Burger finde ich ziemlich scheiße, muss ich ganz ehrlich sagen. Es tut mir leid, dass ich das so, weil ich finde den grausam. Also dem Ding gebe ich tatsächlich, naja, es ist dafür, dass es halt kein No-Skin ist und dass es halt mal was Ausgefallenes ist, sage ich mal. Also dafür gibt es 2 Punkte, aber mehr kann ich dem Ding nicht geben. Ich finde den gräuselig. Also das ist sowas von übelst. Was hat er denn eigentlich oben auf dem Kopf? Was soll das sein?
Laserpointer oder was? Oh mein Gott, ist das schlecht, das Ding. Also gut. Dann kommen wir zu der nächsten. Echt, Alter, ist das schlecht. Ja, das sind Tabletts, da sind Gurkenscheiben drauf mit Senf. Hier sieht aus wie irgendwelche Pommesstücke. Da auch wieder Mayo und Ketchup. Flaschen. Unten drunter dann auch nochmal ein Behälter mit Pommes drin und die Halterung von diesem Salz- und Pfefferstreuer rechts und links. Das sind dann, ja, so Pfannkuchenwände, auch hier für die Kreativität. Ganze 2 Punkte. Das war's dann aber auch schon. Ja, und dann haben wir hier den Patty Wedger. Okay, den finde ich ein bisschen cooler, muss ich sagen. Sieht nicht ganz so gräuslich aus. Dem gebe ich 4 von 10 Punkten. Und dann will ich jetzt auch ganz schnell hier aus diesem Ding raus, weil das ist wirklich, das ist ein Horror. Gucken wir mal, ob es jetzt besser wird. Hier haben wir den Maverick. Jo, und der Maverick sieht eigentlich ganz cool aus, muss ich sagen. Mit einem Baseballschläger, wo die Nägel, wo Nägel durchgekloppt wurden hinten dran. Auch hier, ich würde echt. Kann das mal jemand in die Kommentare? Wir müssen das mal austesten. Wenn einer so ein Ding hier trägt und da hinten wird auf den Baseballschläger geschossen, ob der dann auch Schaden bekommt. Also, weil das ist ja dann hier, der guckt ja überall raus, dieser Scheißschläger. Also, das wäre extrem ungünstig, wenn man dann Schaden kassiert, wenn das Ding getroffen hat. Aber das müssen wir echt mal definitiv ausprobieren. Wir werden sofort mal besprechen. Ansonsten sieht er eigentlich ganz cool aus, der Skin. Er ist jetzt nicht so der Oberhammer, dem gebe ich 5 von 10. So, dann gehen wir mal weiter zum nächsten. Wobei, die sieht jetzt ein bisschen cooler aus als er. Aber naja, auch nicht so wirklich. 5 oder. Ah, gebe ich auch 5 von 10 drauf. Shade. Jetzt, naja. So, dann sind wir bei der Clutch-Ex. Und die sieht relativ cool aus, muss ich sagen. Das Ding ist schon ziemlich geil. Das sieht aus. Da unten haben wir eine 8-Ball dran als, ja, Schalthebel. Und da unten, das ist wohl ein Gaspedal, so wie das aussieht. Dann haben wir eine Feder dazwischen. Ist schon echt nice gemacht, das Ding. Sehr coole Idee, muss ich sagen. Gefällt mir persönlich ganz gut. Und dem würde ich eine 7 von 10 geben. Aber ist jetzt das Beste, was wir hier im Shop haben. So, dann sind wir auch schon durch hier mit diesem Maverick Outfit. Aber Pick Your Style, das lass mich gucken. Gibt es hier irgendwie Pick Your Style? Kann man. Ist jetzt Collect the Set, Pick Your Style. Jetzt kommen wir zu was. Da könnte ich wirklich. Also, da könnte ich einfach nur heulen, wenn ich das Ding sehe. Aber na gut, ich muss es mir jetzt nochmal antun. Ich muss es mir nochmal antun. Okay. Wo ist jetzt der Sound hin? Irgendwie ist der Sound weg. Ah, jetzt ist er wieder da. Also, sorry. Das war ein kleiner Fehler von mir. Starten das Ding nochmal. Ich tue es mir nochmal an. Für euch mache ich alles.
Ja, mit einer roten Ritterin sieht das ja noch ganz gut aus, muss ich sagen. Aber da gibt es Skins, da denke ich mir, Alter, wie kann man so ein Ding hier abspielen? Oh, ich finde, also könnte ich ausrasten, wenn ich das Teil sehe. Wenn ich könnte ich ausrasten, das ist für mich so grausam, ehrlich wahr, ey. Naja, gut, also True Heart für. Also rein dafür, dass ich das Ding wirklich hasse. Ich hasse diesen Emote. Würde ich dem 0, aber dafür, dass er wirklich echt aufwendig und kreativ ist, gebe ich dem. Ich versuche einen Mittelweg zu finden, ja, weil ich weiß, es gibt Leute, die lieben das Ding total. Gebe ich ihm 4 von 10. Ich weiß, ihr werdet mich jetzt hassen dafür, aber ich finde es grausam. Ehrlich, ich finde es grausam. Oh, True Heart. Na gut, dann kommen wir jetzt zu dem Glowstick. Und ja, auch wieder lila. Ist, ja, was soll ich dazu sagen? 5 von 10. Mehr gibt es von meiner Seite dafür nicht. So, dann kommen wir zu einem interessanten Skin. Also für 800 V-Bucks ist der. Ich finde den echt cool. Ja, ist ein bisschen durchgeknallt, ja. Aber hat was. Das Ding hat wirklich was. Also, gut, okay. Da oben die Xe am Kopf sind vielleicht ein klein wenig ungünstig platziert. Da weiß man gleich, wo man hinzielen muss. Aber ansonsten ist das Ding echt nice. Also, dem gebe ich. Also, allein für die niedrige V-Bucks-Zahl und dafür, dass er echt ganz gut aussieht, gebe ich 7 von 10. So, dann sind wir schon bei dem Recon Specialist und, sorry Leute, was ist das? 2 von 10. Mehr gebe ich darauf nicht. Also, wenn ich jetzt den für 1200, ne, und wenn ich den anderen dafür angucke, also jetzt hier diesen Lightshow, das liegen Welten dazwischen. So, jetzt kommen wir auch schon zum nächsten Emote. Living Large. Muss ich sagen, cooler Beat, cooler Move, gefällt mir ziemlich gut. Reicht jetzt nicht ganz für eine 9 von 10, reicht auch nicht ganz für eine 10 von 10, aber 8 von 10 gebe ich dem Ding. Also ist schon echt nice. So, dann sind wir schon bei dem Jolly Roger angekommen. Und den hatten wir ja schon auch schon ein paar Mal drin gehabt. Ich finde alles mit Totenköppe und so weiter, finde ich ganz cool. Fällt mir gerade auf, ist ein Fadenkreuz, ne? Sogar auf den Totenkopf. Okay. Es ist halt ein Standardgleiter. Ja. Aber dafür sieht er nicht ganz so schlecht aus. Also, ich gebe dem Ding immerhin 4 von 10. Also, wenn euch das Daily Shop Video gefallen hat, dann lasst doch mal ein Like da. Schreibt was in die Kommentare. Wie ihr es ja gesehen habt, werden die Kommentare immer wieder mit veröffentlicht und kommentiert hier in den Videos. Und jo, abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht getan haben solltet. Also wir sind so haarscharf an der 700, so haarscharf. Es fehlen uns nur noch 2 Abonnenten, wenn jetzt nicht gerade in der Zwischenzeit irgendwie schon wieder welche abgesprungen sind. Ich muss mal gucken. Müssten immer noch bei 698 sein, oder? Mal gucken. Das heißt immer noch, wir sind jetzt ganz haarscharf dran. 698 Abonnenten, 2 Abonnenten fehlen uns noch. Dann hätten wir endlich die 700 geknackt, wo wir hammer, hammer glücklich drüber wären. Also, wären wir euch sehr, sehr dankbar.
Ging jetzt lange Zeit nicht wirklich voran, aber so langsam aber sicher wird's was, ja. Dann können wir doch mal irgendwie so ein bisschen vorankommen hier. Würden uns natürlich riesig über eure Abonnements freuen. Teilt auch mal so ein Video. Läutet die Glocke, wenn ihr informiert werden wollt über neue Videos, benachrichtigt werden wollt. Und schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Fortnite mit mir, dem Herrn Gleich, oder Fortnite Action mit dem Herrn Sofort. Macht's gut, bis dann und tschüss.